Moin moin und willkommen zur 18. Folge von Ostriff. Es läuft weiterhin eigentlich ganz gut. Wir sind generell ein bisschen vom Geld her gedroppt. Wir waren, glaube ich, mal bei 2.000. Aber ich habe mich auch schon länger nicht mehr wirklich um die Trades gekümmert. Ich bin mir auch nicht sicher, ob man hier irgendwie so automatische Trades einstellen kann oder ob man das quasi immer alles dann von Hand machen muss. Aber was auf jeden Fall gerade erstmal der Fokus sein soll, ist dieser Batch an Bricks hier, damit wir endlich unsere Steinhäuser bauen können. Ja, ansonsten gucke ich nochmal eben durch. Wir sind auch wieder schon im Juni und ich habe noch gar keine neuen Fischer eingestellt. Das habe ich mal wieder vergessen. So, wie sieht's aus bei den Kühen mit unserer Mini-Wiese hier? Hier haben wir 6 und hier haben wir 18. Die haben sich auch schon wieder gut vermehrt. Salz müsste auch weiterhin gut laufen, ja. Okay, ja, dann müssen wir eigentlich prinzipiell jetzt erstmal hier abwarten. Sind das die Bauarbeiter oder wer ist das hier? Achso, Forestry, okay, die holzen hier ein bisschen ab. Haben wir hier eigentlich schon Holz drin? Ne, wir haben immer noch kein Personal, die als Laborer arbeiten können. Dann müssen wir vielleicht hier nochmal mehr Häuser bauen. Würde ich sagen, packen wir nochmal eins hier so vor das andere. Und ja, wir haben ja sogar noch ein anderes in Produktion. Achso, hier, genau. Ne, das ist ein Claypit. Quatsch. Okay. Aber wo ist unser erstes Claypit? Hier, okay. Haben sie beim ersten Mal noch von hier was geholt? Not enough workers. Ja, okay. Einer ist scheinbar irgendwo anders arbeiten gegangen. Schade. Vielleicht haben wir auch für den Moment gerade zu viel Holzfäller. Eventuell auch zu viel für Salz. Ich nehme da mal einen raus. Bauarbeiter kann ich auch mal wieder welche rausnehmen. Die hatte ich ja, da hatte ich ja quasi die Fischer eingestellt. Okay. Die Batches, die wir hier angelegt haben, die sind aber alle noch nicht in Produktion, oder? Ne, da fehlt ja überall quasi noch Material für alle drei Batches. Man sieht die nur gleichzeitig. So, jetzt haben wir aber hier unser Claypit. Das sollte schon mal ein paar Dinge beschleunigen. Und ich würde auch mal sagen, sie sollen hier bitte nichts per Hand reinbringen. Das ist Quatsch. So, ein Händler ist unterwegs. Können wir hier noch ein bisschen was verkaufen? Haben wir in diesem... Das ist auf dem Land. Warte mal, haben wir denn in dem hier auch noch Äpfel? Ja, haben wir. Die haben wir hier auch noch eingestellt und im anderen auch, ne? Ja, okay. Warte mal, hier kaufen wir die aber nicht ein. Okay. Ja, die Äpfel werden wir auf jeden Fall verkaufen. Die 993, dann Honig haben wir. 1109. Ist eigentlich aus mit Schuhe, da haben wir übelst viele, 2000 Schuhe. Ich würde mal sagen, wir nehmen hier, Platz haben wir denn hier generell drin, wo kann ich das erkennen? Oder ist das, Platz kann ja nicht unbegrenzt sein. Ah, hier, 25, okay, da passt noch einiges rein. Dann packen wir hier auch mal Schuhe rein. Ich würde erstmal 1000 Schuhe holen, wir haben ja genug. Die Kohle, die kann eigentlich
raus hier. Die brauchen wir da gerade nicht unbedingt zu verkaufen. Die können wir hier reinbringen. Können wir das nämlich rausnehmen. Sonst hätten wir noch getrocknete Früchte. Wollen die sowas haben? Buckwheat haben wir nicht. Wheat haben wir, glaube ich, hier nicht drin. Oh, in Exportstock. Warte mal. Haben wir... Doch, wir haben Wheat. Wir können den noch Wheat verkaufen. In 7,8. Ja, brauchen wir noch was von denen? Vielleicht Lime? Ich weiß, dass wir früher oder später auf jeden Fall Lime kaufen müssen. Ja, wir nehmen mal ein bisschen Lime. Ich würde mal sagen, wir nehmen mal 1500. Okay. Läuft. So. Jetzt kriegen wir das Zeug hier rein. Perfekt. Jawohl, damit hätten wir genug für den ersten Batch schon mal. Das ist gut. Wir brauchen aber noch mehr Personal. Ich würde auch früher oder später gerne noch die Wagen in die Stadt bringen. Es gibt ja nicht nur die Möglichkeit, hier mit Karzen hin und her zu fahren, sondern auch noch mit Pferden, die dann so einen Wagen ziehen. Aber das ist dann halt, glaube ich, erst auf größeren Strecken sinnvoll. Was weiß ich, wenn ich jetzt meinetwegen den Limestone-Kram hier rüber fahren will oder so. Ich weiß nicht, ab wann sich das lohnt, weil man muss ja auch die Pferde noch unterhalten. So, Personal ist schon mal da. Wir brauchen noch mehr Clay. Das müssen wir aber jetzt eigentlich hier direkt nebenan kriegen. Was machen denn die Leute? Working. Ja, aber was tust du? Es läuft ja noch gar kein Batch. Die Frage ist auch, wir haben zwar hier so ein Card-Chat, aber ich glaube... Diese Cards dürfen zum Beispiel die Leute, die hier drin arbeiten, gar nicht sich bedienen. Oh, wir machen Händler. Warte mal. Schon wieder von hier? War ich nicht gerade da schon? Ja. Keine Ahnung. Deswegen macht es vielleicht Sinn, hier auch nochmal in dem Bereich, wie heißt das Ding, Card Parking zu bauen. Nur wo? Vielleicht hier? Hier. Wir können es hier hin machen. Okay, so, dann könnten wir uns schon mal vielleicht um den Limestone kümmern. Was brauchen wir denn da? Brauchen wir Produces Quicklime from Limestone and Charcoal. Okay. Wir müssten das auf jeden Fall hier reinwerfen, aber wir müssen erstmal den Limestone abbauen. Ich glaube, ja, dafür braucht man so ein Stone Mining Camp. Dort würde ich einfach mal hier hinsetzen. Und das kann das Ding ja auch theoretisch erstmal selber lagern und dann können wir halt hinterher nochmal so ein Stone Storage machen. So, hier brauchen wir Wagen. Haus ist fertig.
haben eigentlich gerade alles gebaut. Aber ich glaube, mehr Leute sind immer gut. Frage ist, warten wir jetzt auf die Steinhäuser oder nicht? Es fehlt hier immer noch Material, aber warum holt ihr denn nichts? Was tun die Leute denn? Warte mal. Resource Supply. Na gut, ich habe halt eingestellt, dass die Worker das nur per Card holen dürfen und vielleicht haben die gerade noch keine Cards. Jetzt steht hier aber einer, so. Und den hat sich direkt einer auch aus dem Warenhaus geschnappt. Dann würde ich versuchen, hier nochmal welche einzustellen. Können ja auch theoretisch die Waren hier reinfahren. Aber ja, die Cards waren, glaube ich, sinnvoll. Was, wo hilft er zum Beispiel bei? Das ist schade, dass man das nicht direkt sieht. So, er holt Holz, bringt das Holz hier ins Warenhaus. Hm. Oh, oh, die Schiffe, die können einfach hier durch den... die Brücke fahren? Okay, krass. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Muss ich sagen, finde ich auch ein bisschen schade. Weil ich mir prinzipiell meine ganze Planung der Stadt so ein bisschen darum gelegt habe auch. Da haben wir noch was zum Verkaufen. Salt. 2K haben wir im Exportstock für... Was ist das? Das ist der Landweg, ne? Ja. Ist das dann auch immer richtig angezeigt? Ja, okay. Könnten wir 2000 Salz verkaufen? Ja, und das war's aber auch. Wie sieht es eigentlich generell aus mit unserer Finanz? Die Balance ist bei ja, knapp plus minus null. Das passt eigentlich soweit erstmal. Aber niemand bringt diese scheiß Ressourcen da rein. Warum tut ihr nichts? Awaiting Clay. Aber geh doch einfach hier hin und hol dir das Zeug selber. Der hier so. Der arbeitet im Card-Chat und der hat das jetzt hier reingebracht. Interesting. Jetzt brauchen wir immer noch Sand und Wasser. Also irgendwie. Weiß ich nicht. Ich finde, die könnten da noch mehr selber machen. Weil hier stehen ja auch gerade drei Karren. Die sich theoretisch nehmen könnten. Ja, wir haben auch immer noch keine Leute, die hier was reinbringen. Wir brauchen noch mehr Häuser, bevor wir die Steinhäuser kriegen. Mach hier nochmal eins hin. Jetzt fehlt eigentlich nur noch Wasser. Das könnten sie sich eigentlich hier super easy holen. Holen sie aber scheinbar nicht. Going to work. Ja, so, mal schauen. Jetzt in der Arbeit. Working. Aber ja, sein Workday hier läuft durch. Aber er macht einfach nichts, weil er sich irgendwie darauf verlässt, dass jemand anders die Ressourcen reinholt, oder was? Was ist, wenn ich jetzt sage, ups, ihr dürft auch Wasser per Hand holen?
Geht er dann los und holt es selber? Ja, okay. Vielleicht kann man Wasser per Wagen holen, aber eigentlich müssten ja auch die Wassertöpfe ja irgendwie selber auf den Wagen stellen können, oder? Ich weiß halt nicht, ob das überhaupt von Vorteil ist, wenn ich diese Checkbox hier rausnehme, oder ob es tendenziell besser ist, einfach alles anzuhaken, weil die schlau genug sind, dass meinetwegen, wenn sie ein Car zur Verfügung hätten, dass sie da nichts per Hand tragen. I don't know. Okay, aber so, der erste Batch wird produziert. Das ist doch schon mal was. So, das Ding ist auch fertig. Das können wir mal einstellen, dass es keinen Stein abarbeitet. Auch hier brauchen wir einen Wagen, aber ich glaube, da wird einer reichen und auch erstmal ein Arbeiter. So. Was hier mit der Ernte aus? Irgendwie macht die hier auch einen merkwürdigen Eindruck, aber auch hier kriegen wir keine Laborers. Kind wurde geboren. Ein neuer Händler ist unterwegs. Haben wir noch Schuhe? Ja, wir haben schon wieder 1000 Schuhe. Können wir direkt verkaufen. Honig haben wir auch. Perfekt. Und Äpfel. So, jetzt arbeiten sie am zweiten Batch. Und haben wir generell viel Garlic. Wir haben einfach 2000 Garlic. Brauchen die hier Garlic? Nee. So, das Haus ist fertig. Da müssen wir nur abwarten, bis jemand einzieht. Bisschen das Gefühl, die ganzen Wege hier, die sind so kreuz und quer. Vorher habe ich mich halt immer an den Wegen orientiert, wie ich die Häuser baue. Aber hier funktioniert es irgendwie nicht so gut. Mal hier einzeln. Hier einzeln. Oh, Scheiße, wir haben richtig wenig Kohle gerade. Halt auch teuer, wenn wir so stark wachsen. Und wir müssen halt die Kohle auch irgendwie wieder reinkriegen. Frage habe ich jetzt durch den Import, aber Import und Export ist ziemlich gleich. Das sind da, glaube ich, die Gehälter. Versuch den mal alle monatlich von 2,5 auf 2,4 zu gehen. Vielleicht macht das schon ein bisschen was aus. Ding ist, die haben die ganzen neuen Häuser, die ich gebaut habe. Die haben natürlich keinen, wie diese Häuser hier, keine Land Tax. Und selbst die hier, die Land Tax zahlen müssen, die haben trotzdem noch 113 Gold, obwohl die monatlich 4,8 bekommen und 4,5, also vorhin war es noch 5. Und alleine schon für die Land Tax
4,5 bezahlen müssen von 5. Aber dadurch, dass sie halt Zeug anbauen und wieder verkaufen, hat sich das wohl irgendwie grenzen bezahlt gemacht. Aber bei denen hier, müssen wir mal gucken, wie ist denn der Reichtum hier von den Leuten? Wir haben auch welche. Zumindest das hier. Wir haben relativ viel Kohle, aber hier sind auch super viele drin. Vielleicht können wir nochmal die Reichensteuer ein wenig, nicht vom Threshold, sondern von dem, was sie zahlen müssen, mal auf 3 anheben. Wie ist denn das generell verteilt? Sehr viel im orangen Bereich, wenig im roten. Okay. Und wir sind nah an den 150 Leuten dran. So, da sehen wir unsere ersten Ziegelsteine. Preparing for burning. Ah, okay, hier fehlt noch die Kohle. Aber ja, der erste Batch ist scheinbar schon durch, denn wir haben genau 1000 Bricks. Und wie viel Bricks brauchen wir für ein so ein Steinhaus? 7900. Ja, 10.000. Je nach Haus 11.000. Ja, das ist nicht wenig. So, ein Händler, können wir noch mehr Kohle machen. Salz. Ja, wir haben wieder 2000 Salz. Aufpassen nicht, dass ich das ganze Salz exportiere, was wir haben. Haben wir Flachs zum Exportieren? Nee. Dried Fish auch nicht. Buckwheat? Nee. Chicken Eggs. Würden die 7000 kaufen, aber wir haben gerade mal 90 in der Stadt. Wie sieht es denn hier aus? 29 Hühner und hier 30, ja. Weiß ich auch nicht, müssen wir jetzt bei der Menge halt 3 Leute haben? Gehen uns Eier verloren, wenn wir das nicht machen? Schau mal, da müsste ich echt noch mehr Wissen bekommen, wie man die Leute oder wie man die Häuser optimal besetzt und wann man die womit besetzt. Hier haben wir immer noch keinen eingestellt. So, wir sind auf über 150 Leute angewachsen. Oh, der Brunnen ist ziemlich leer. Der ist voll, aber wir brauchen hier irgendwie noch einen Brunnen. Hast du das im Winter, einen Brunnen zu bauen, da siehst du gar nicht so wirklich, wo die Wege sind. Oder kann man schon sehen, aber irgendwie viel schlechter, finde ich. Hier hin. So. 200 Sand holt er mal mit seinem Karren. Okay, der Batch läuft jetzt, aber der nächste noch nicht. Und wir können auch hier theoretisch extrem viele Leute einstellen. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn wir da noch mehr gehen, damit wir schnell an unsere Steinchen kommen. Das Haus ist auch fertig. Hervorragend. So, Leute, macht mal hier bitte die Bäume weg, dann können wir vielleicht noch ein Feld dorthin machen. Und da wir immer mehr Leute werden, brauchen wir auch mehr, mehr Nahrung wahrscheinlich für alle.
Ace is occupied? Womit? Reicht das hier als Durchgang? Ich hoffe, ja. Hier ist ja noch nicht mal platt getreten. Bin mir nur nicht sicher, ob die Wagen mit den Pferden theoretisch mehr Platz brauchen. Also ob die dann zum Beispiel hier nicht durchfahren könnten oder ob das einfach, ja, optisch dann vielleicht ein bisschen kracht, sodass der Wagen irgendwie, keine Ahnung, in den Zaun reinhaut, aber er da trotzdem durchfahren könnte. So, 2000 Bricks haben wir und geil, wir haben zwei Batches auf einmal. So, das heißt, langsam geht's voran. Aber irgendwie sind die jetzt hier auch verschoben worden. Wo sind denn die anderen Bricks bitte hin? Normal, dass sie dann einfach nach hinten rutschen? Oder haben sie die irgendwo hingebracht? Ein bisschen Holz ist hier schon angekommen. Auch schon mal gut. Und es wird wieder Frühling. Es ist im März, der Schnee ist weg. Perfekt. Ich glaube, ich will noch mal ein Haus mit einem Garten haben. Die Frage ist, wollen wir das hier hin machen? Hier müsste ich auf jeden Fall so viele Bäume gerade wegmachen. Hier hält sich das in Grenzen. Und man könnte das hier so ein bisschen am Weg orientieren. Too long. So, müsste gerade mal ein Baum weg. Ich baue das mal so hier hin. Und ich glaube, ich muss auch mal wieder so ein paar Bänke setzen, habe ich das Gefühl. Die Leute vielleicht noch mal irgendwo Möglichkeiten haben zu chillen. Wir hier auf dem Marktplatz auch noch mal ein paar Bäume pflanzen auf diesen grünen Flächen. Vielleicht diese riesigen Bäume. Nein, abreißen kann ich sie immer noch, wenn es scheiße aussieht. Wasser pflanzen. Muss da was hin? Ich weiß es nicht. So, was ist hier los? Storage ist voll. Ja. Ich würde ja gerne das Holz hier verwenden, aber warte mal, Resource Supply, ja, natürlich scheiße, wenn ich die nicht eingestellt habe, dass die Kater das auch machen dürfen. Jetzt mal auf alle gemacht. Dann müsste das auch hoffentlich gleich wieder leer werden.
Den Kater haben wir im Moment genug eigentlich. Und machen Sie das? Einbar. Drei Leute hier mit. Was ist das? Brennholz? Firewood. Bringen Sie das denn hin? Hier oder was? Na toll. Vielleicht waren die vorher auch noch nicht so eingestellt, aber wäre natürlich sinnvoller, wenn die das von dem Gebäude dann auch an die naheliegendsten bringen würden. Die Frage ist, werden die jetzt immer in der Reihenfolge, in der ich sie gebaut habe, befüllt und nicht in der Reihenfolge, wie weit die weg sind? Warum holzen die hier einen Baum ab? Habt ihr hier hinten keine Markierung mehr? Ne, haben sie nicht. Dann gerne hier nochmal mithelfen. So, Kohle geht, glaube ich, wieder ein bisschen hoch. Ja. Balance sieht gut aus. So, was haben wir schon an Steinen? 6000, ja, perfekt. Okay, die Folge ist auch schon bei knapp einer halben Stunde, ein bisschen drüber. Dann würde ich sagen, beende ich die Folge jetzt hier gleich und dann können wir in der nächsten Folge mal das erste Steinhaus planen, beziehungsweise ich will da eigentlich so ein, eher so eine Art, nicht Kreis, aber so zack, 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 so ein Rechteck oder so bauen. Das habe ich schon mal ein paar Mal auf Screenshots gesehen, wo man dann in der innen drin quasi so einen Innenhof hat oder da drin einen Markt machen kann oder irgendwas anderes, weil die ja diese Durchgänge haben. Da können wir dann einmal in der nächsten Folge komplett Steinhäuser durchplanen, würde ich sagen. Ja, dann gucke ich noch einmal, was der Händler hier haben will. Wir haben schon, wie viele Schuhe haben wir denn in Town? 1350. Das ist die Frage, wollen wir 1000 verkaufen? Ich glaube, das können wir machen. Haben wir Äpfel? Nope. Haben wir Honig? Ja, 615 können wir auch machen. Buckwheat? Nee, Wheat nicht. Chicken Eggs haben wir auch nicht viel in Town. Ja, okay. Passt. So, aber ja, die Steine. Jetzt stehen die wieder hier vorne. Das ist irgendwie. Wo bringen sie die denn hin? Habe ich irgendein Warenhaus auf Steine oder so eingestellt? Nicht, dass ich wüsste. Merkwürdig. Vielleicht ist einfach nur komisch optisch angezeigt. Wir haben. Ui, das ist auch schon ganz schön voll, dieses Ding. Das hat nämlich schon 12.000 von 20k. Können wir denn die Steine theoretisch in ein. Ja, die können in ein Warenhaus. Okay. Dann baue ich vielleicht in der nächsten Folge auch noch ein Warenhaus. So, geht's hier hinten ab? Nee, auch noch nicht. Wahrscheinlich haben wir hier auch keinen, der in der Nähe wohnt und da arbeiten will. Okay, ja gut, dann danke erstmal fürs Zusehen. Wir sind jetzt bei 159 Leuten. Und alles fließt irgendwie. Das macht alles einen guten Eindruck von hier oben, würde ich sagen. Bald kommen die Steinhäuser, dann will ich noch Wägen haben. Dann will ich, es gibt noch Dinge, Gebäude, die man am Fluss bauen kann. Es gibt noch andere Tiere, wir haben noch keine Schafe und so weiter. Es gibt noch viel zu tun. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir es in der nächsten Folge an. Macht es gut und haut rein. Habt einen schönen Tag. Bis denne.